Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, heute teste ich den SAIC Maxus EV80. Und wenn ihr euch fragt, was ist das denn? Das ist ein voll elektrischer Lieferwagen. Und er steht hier hinter mir. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Der ein oder andere kratzt sich am Kopf und fragt sich, was fährt der für ein Auto? Ein SAIC? Was denn das für eine Marke? SAIC schreibt sich SAIC und steht für Shanghai Automotive Industry Corporation. Das ist einer der größten Autohersteller der Welt, auch wenn wir ihn nicht kennen, mit ca. 6 Millionen produzierten Fahrzeugen pro Jahr. In der Gruppe ist eine Gruppe von mehreren Marken, die sich hier in einer Kooperation zusammenfinden. Und die SAIC ist auch der Kooperationspartner für Volkswagen, wenn es darum geht, in China Autos zu bauen. Da braucht man ja als Europäer oder als Nicht-Chinese immer einen Chinesen mit dabei in einer Kooperation. Und die Shanghai Automotive Industry Corporation ist der Kooperationspartner für Volkswagen in der Produktion Volkswagen in China und auch für Volvo, die bauen dort Nutzfahrzeuge. Und auch für die ist diese Firma der Kooperationspartner und baut mit denen zusammen Autos in China. Die wissen also, was sie tun. In China läuft das Thema Elektro ganz anders als bei uns. Dort entscheidet eine Regierung, dass wir das jetzt so machen wollen, und dann wird das umgesetzt. Ist etwas anders als bei uns. Ist auch gut so, dass es bei uns anders ist, aber trotzdem in Sachen Elektro sind die weiter als wir. Und deshalb gibt es dort natürlich auch solche Fahrzeuge wie dieses, elektrische Lieferfahrzeuge, die man in Deutschland und Europa teilweise vergeblich sucht. Dabei sind die Straßen voll von Lieferfahrzeugen, die alle mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden. Da gibt es Paketdienste, Expressdienste, Kurierdienste, es gibt Tischler, Installateure, Glaser, Bauunternehmer, Elektriker, Handwerker jeder Art, die mit ihren Lieferfahrzeugen und der Ware hinten drin zum Kunden fahren. Das sind die Auslieferfahrzeuge, wenn ich mir irgendwo was kaufe, Heimtextilien, Unterhaltungselektronik, Läden, eine neue Waschmaschine, dann kommt jemand mit so einem Auto. Also die Straßen sind voll mit Lieferfahrzeugen, jeweils besetzt mit einer, zwei oder sogar drei Personen und der Ware bzw. den Paketen hinten drin. Das gibt es in China natürlich auch. Und das gibt es dort auch elektrisch, weil der Markt einfach dafür da ist. Was spricht denn für einen elektrischen Lieferwagen? Warum will man das? Nun, zum einen ist das ein riesengroßes Potenzial. Die Straßen sind voll mit Lieferfahrzeugen, die alle mit Benzin fahren oder meistens mit Diesel. Und wenn man die von der Straße holt bzw. auf Elektro umrüsten würde, dann kommen wir unserem Klimaziel wieder eine Ecke näher. Für einen Betrieb, der auf Elektro umrüstet, ist das natürlich auch irgendwie nur konsequent, wenn er dann auch elektrisch liefert. Das heißt, also noch habe ich ja die Möglichkeit, meinem Kunden das als Besonderheit darzustellen. In 10 Jahren ist ein elektrischer Lieferwagen völlig normal. Dann wird das vom Kunden auch nicht mehr weiter gutiert. Im Moment könnte man noch sagen, ja, wir stellen umweltfreundliche Sachen her oder dann liefern wir auch umweltfreundlich aus oder wie auch immer. Da gibt es im Marketing viele Möglichkeiten, wie man sich darstellen kann. Und insofern ist das elektrische Fahren hier noch ein Vorteil, den man seinen Kunden noch schmackhaft machen kann. Und sich damit auch im Wettbewerb unterscheiden und absetzen kann. Und der zweite Punkt ist ganz klar das Geld. Denn das elektrische Fahrzeug hat deutlich geringere Betriebskosten als ein fossil angetriebenes Auto. Wenn ich so ein Fahrzeug in die Werkstatt bringe zur Inspektion, ich sag mal, die Bremsen sind noch gleich, da muss die Bremsflüssigkeit irgendwann mal gewechselt werden. Aber ansonsten gibt es hier nichts, was man irgendwie an dem Elektroantrieb tun könnte.
solange der Elektroantrieb läuft, und der läuft relativ lange, habe ich hier nichts zu tun. Ich habe kein Motoröl zu wechseln, ich habe keinen Luftfilter, den ich hier noch lange wechseln muss. Die Bremsen halten viel länger, weil ich ja viel rekuperiere, mir also Strom aus der Bewegung wieder zurück in den Akku hole und nicht in Form von Wärme dann an die Umgebung abgebe. Also da gibt es unheimlich viel Potenzial, um Kosten zu sparen. In vielen Firmen werden Lieferfahrzeuge eingesetzt. Da gibt es mehrere unterschiedliche Anwendungsfälle. Zum einen gibt es den Paket-, Kurier- und Expressdienst, in dem meistens ein Fahrer mit dem Wagen fährt und hinten alles voll ist mit Paketen. Dafür kann man den Maxus richtig gut verwenden, denn mit 10 Kubikmetern Volumen hier drin kriegt man eine Menge Pakete rein. Oder es gibt Handwerker, Tischler, Installateure, Elektriker, was auch immer, die meistens Maler meinetwegen, die mit ein, zwei oder drei Mitarbeitern zu einer Baustelle fahren, dort den ganzen Tag zu tun haben, ihr Werkzeug dabei haben, ihr Material haben, was sie beim Kunden anliefern, und dann abends wieder nach Hause fahren. Auch das kann der Maxus richtig gut, denn mit 950 Kilogramm Zuladung kriege ich hier eine Menge rein, Werkzeug und so, das hat immer ziemlich viel Gewicht. Da kann man eine Menge hier einbauen, und der Maxus hat drei Sitzplätze, was ich richtig gut finde. Man kann also auch nicht nur einen Fahrer hier losschicken, sondern man kann zu dritt damit fahren. Vom Fahren her muss ich sagen, der Maxus fährt wirklich klasse. Der liegt gut auf der Straße. Da kommt ihm natürlich auch zugute, dass das Batteriepaket unter dem Auto hängt und dafür einen niedrigen Schwerpunkt bringt. Na klar, trotzdem ist die Straßenlage gut und die Fahrleistungen sind ordentlich. Der Wagen hat 92 Kilowatt Motorleistung oder 125 PS. Er fährt 100 Stundenkilometer Spitze. Das heißt also, auch Autobahnfahrten sind damit völlig problemlos möglich. Wenn man so auf eine Stadtautobahn oder so rauf muss, gar kein Thema. Von der Beschleunigung her, wie gesagt, ist das amtlich. Ich kenne die Zahl jetzt nicht. Ich glaube, es ist aber in einem Bereich, wo ich schon aufpassen muss, dass mir hinten die Ladung nicht durch die Gegend purzelt. Die muss man natürlich sichern, das ist klar. Aber sportliche Fahrleistung will ich hier in so einem Lieferwagen gar nicht haben. Die Sitze sitzen sich bequem, bieten für einen Lieferwagen nicht so viel Seitenhalt. Das ist bei Lieferwagen auch nicht so gewünscht, weil dieser Seitenhalt dazu führt, dass man durch dieses beim Ein- und Aussteigen das immer hinderlich hat. Wenn der Sitz ein bisschen gerader ist, kommt man da einfacher raus und rein. Und wenn ich mir so einen Paketfahrer vorstelle oder einen Handwerker, der da jeden Tag 80 Mal ins Auto ein- und aussteigt, dann nerven diese Seitenwagen irgendwann. Deshalb ist das hier völlig okay und auch absolut zweckmäßig. Es gibt noch einen Griff zum Festhalten, den braucht man zum Einsteigen. Und insofern ist das Auto echt gut durchdacht. Das Lenkrad ist nicht verstellbar, zumindest habe ich nichts gefunden, womit ich es hier verstellen kann. Macht auch nichts, weil es genau da ist, wo ich so erwarten würde. Es ist kurz, ja, müsste es gar nicht verstellen. Man könnte es weiter runterstellen, dann kommt man natürlich mit den Beinen nachher nicht mehr raus, wenn man aussteigt. Also alles gut. Dann hat der Maxus mehrere Ablageflächen hier in der Tür. Gibt es Türtaschen, wo auch eine große Getränkeflasche reinpasst, auf beiden Seiten. Es gibt einen Getränkehalter in der Mitte. Es gibt noch einen Aschenbecher und Zigarettenanzünder für alle, die noch rauchen oder analog rauchen. Und hier oben drauf gibt es ein paar Ablageflächen für, naja, ein Handy oder so, das Nötigste, was man so dabei hat. Über meinem Kopf gibt es auch noch eine Ablagefläche, zum Beispiel für ein Klemmbrett oder einen Auftragsordner oder sowas. Den kann man dann da oben noch schnell zur Hand haben. Der Maxus macht auch im Innenraum wirklich guten Eindruck. Da hat sich der Hersteller viel Mühe gegeben. Ehrlich gesagt gibt es hier sogar ein paar kleine Chrom-Accessoires, die mir so ein bisschen schick hier in die Feier bringen. Das Armaturenbrett ist relativ einfach gestaltet. Es hat den Tacho und die Bedienelemente in der Mitte und relativ einfache Instrumente, die aber mir genau das anzeigen, was ich sehen will. Die Uhrzeit, die Geschwindigkeit, wie viel ich noch im Akku habe. In so kleinen Digits wird das hier angezeigt und ob ich im Moment Strom verbrauche oder rekuperiere. Daneben ist ein Infodisplay, das kann man umstellen. Mit so einem Knopf kann man sich verschiedene Informationen dort abrufen, zum Beispiel wie der aktuelle Verbrauch ist, wie die Spannung ist im Batteriepaket und ob das Fahrzeug rekuperiert oder angetrieben wird. Also
also wie, mit welcher Leistung es im Moment rekuperiert oder mit welcher Leistung der Elektromotor im Moment angetrieben wird. Das kann ich mir hier auf Knopfdruck anzeigen lassen. Ehrlich gesagt, so, wenn ich mir überlege, ich bin dann mit dem Alltag als Handwerker oder Lieferwagenfahrer unterwegs, dann wäre mir das schon alles zu viel. Wichtig ist für mich, denke ich mal, die Geschwindigkeit, damit ich meinen Führerschein behalte, und die Uhrzeit, dass ich weiß, ich komme pünktlich an. Ich glaube, das war's. Eine Navigation gibt es hier drin nicht. Es gibt nur ein Radio. Und dafür habe ich ein Handy, kann mit einer Handy-App dann entsprechend navigieren. Wenn es überhaupt etwas gibt, was mir an diesem Fahrzeug nachteilig aufgefallen ist, dann ist es der Geruch in diesem Auto. In diesem Auto werden Kunststoffe verwendet, die noch ein bisschen ausdünsten. Das Fahrzeug ist relativ neu. Und von daher habe ich, ich glaube, durch die Bodenmatte so einen leichten Kunststoffgeruch hier in der Nase die ganze Zeit, der auch hinten im Laderaum drin ist. Von daher denke ich mal, dass das diese Kunststoffmatte ist, die hier auf dem Boden verlegt ist. Das braucht natürlich seine Zeit, bis sowas ausdünstet, aber es ist so dieser typisch asiatische Kunststoffgeruch, den man sich auch mitkauft, wenn man irgendwas aus China bestellt, wo ein Kunststoffgriff dran ist oder sowas. Du machst den Karton auf, dann hast du genau diesen Geruch in der Nase, und das ist vielleicht das Einzige, was mir hier auffällt. Gerade wenn der Wagen dann mal in der Sonne geparkt ist und die Fenster zu sind, dann und machst dann auf, steigst ein, dann hast du diesen Geruch in der Nase. Ich denke mal, das geht weg. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, der Wagen hier ist ganz neu. Und dann ist das noch so. Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist die manuelle Entriegelung des Ladekabels. Der Maxus entriegelt das Ladekabel eigentlich von alleine, wenn der Akku voll aufgeladen ist. Das hat in meinem Test aber das eine oder andere Mal nicht geklappt, sodass man vorne unter der Haube am Ladegerät die Entriegelungstaste drücken musste. Kein Problem, wenn man es weiß. Als Lieferwagen mit Elektroantrieb schleppt der Maxus ein etwas höheres Eigengewicht mit sich herum. Rund 400 Kilo ist er schwerer als ein vergleichbares Lieferfahrzeug von einer anderen Marke, das mit einem Verbrenner angetrieben wird. Trotzdem bietet er mir noch ordentliche Zuladekapazitäten. Insgesamt 10 Kubikmeter Platz hat dieses Auto und rund 950 Kilogramm kann ich zuladen. Das ist eine ganze Menge. Auch von hinten kommt man gut an den Laderaum vom Maxus EV80 ran. Der Wagen hat eine Doppelflügeltür und beide Türen lassen sich auch umklappen. Das heißt, dass man die Tür aushaken kann und dann um 180 Grad drehen kann, sodass der Wagen komplett offen ist. Der Laderaum des Maxus ist gut geschnitten und lässt sich durch die breiten Türen sehr gut B und Ent laden. Die Bodenmatte ist durchgängig und rutschhemmend, und dazu gibt es diverse Ösen zur Ladungssicherung. Die Reichweite von dem Auto: Der Hersteller gibt 200 Kilometer Reichweite an. Wenn du den Wagen hier auflädst, voll, und den Schlüssel rumdrehst, stehen da 190 Kilometer Reichweite auf dem Display. Im Winter oder wenn der Wagen voll beladen ist, wird diese Reichweite sicherlich runtergehen Richtung 100, 110 Kilometer. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Das heißt, dass man mit diesem Auto im Alltagsbetrieb wahrscheinlich problemlos 150, 160 Kilometer weit kommt, auch wenn die Heizung oder Klimaanlage eingeschaltet ist. Und wie lädt man jetzt den elektrischen Lieferwagen von Maxus auf? Das ist relativ einfach, denn alles, was ich dazu brauche, hat dieses Auto schon an Bord oder der Hersteller liefert es mit. Mit diesem Ladekabel kann ich diese Verbindung hier nutzen. Vorne, das ist der Ladeanschluss für Wechselstrom, also das, was ich zu Hause in der Firma so habe, Drehstrom, Kraftstrom. Dieses Kabel wird hier eingesetzt und dann kann ich entsprechend laden. Wenn ihr eine Heidelberg Wallbox habt, dann ist das Ladekabel dort schon dran, dann braucht ihr das nicht mal. Aber das wäre das Ladekabel, wenn man zum Beispiel unterwegs nochmal nachladen möchte an einer öffentlichen Ladesäule. Und das klappt problemlos über Nacht. Hier ist der Maxus-Akku komplett leer gefahren. Um 21.19 Uhr habe ich den Ladevorgang begonnen an meiner heimischen Wallbox. Und um 5.36 Uhr war wieder voll. Also, der Maxus ist auch ideal zum Beispiel für Bäcker und alle, die morgens früh in den Tag starten.
Der Maxus kann aber auch mit Gleichstrom aufgeladen werden, mit über 20 kW Leistung. Das geht richtig fix. Das lohnt sich vor allem auf einer längeren Tour, wenn man etwas länger fährt, als die Reichweite des Autos hergibt und man kurz zwischenladen möchte. Denn das dauert an diesem Anschluss mehrere Stunden und damit natürlich zu lange. So will man nicht Pause machen. Auf einer Autobahnraststätte an einem Schnelllader kann man den Maxus auch laden, denn der Maxus hat eine CCS-Buchse mit über 20 kW Leistung. Was mir so echt gut gefällt, ist das Fahrgefühl in diesem Auto und auch die Wendigkeit. Der macht richtig Spaß zu fahren, kann ich nicht anders sagen. Also das ist für mich jetzt wirklich was, wo ich sage, damit wäre ich oder bin ich durchaus gerne unterwegs und gerne im Alltag, jeden Tag unterwegs. Das muss ein bisschen Gas geben hier und auch das ist mit dem Maxus elektrisch kein Thema. Geht gut. Wer den Maxus in seiner Firma einsetzen will, hat dafür zwei Möglichkeiten, um an dieses Fahrzeug zu kommen. Ihr könnt es selbstverständlich kaufen. Der Verkaufspreis sind 39.900 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Das sind brutto, wenn man es ausrechnet, 47.481 Euro. Aber als Firma kann man ja die Umsatzsteuer da als Vorsteuer abziehen, bleiben 39.900 Euro, mit dem das Auto dann in den Büchern steht. Oder was auch sehr interessant ist und für viele wahrscheinlich sogar noch interessanter ist, ist das Mieten. Dieses Fahrzeug könnt ihr mieten von der Firma Maske als Langzeitmiete. Das bedeutet, für 597 Euro netto, also zuzüglich Umsatzsteuer, könnt ihr dieses Fahrzeug für 2 Jahre mieten. 24.000 Kilometer sind dann inklusive. Und mieten heißt, dass ihr damit ja sonst weder irgendeinen finanziellen Aufwand noch Arbeit habt, außer dem Strom, den ihr da reinsteckt. Also ihr mietet den, ihr könnt den fahren und alles, ob Service, Reparatur, Reifen, das alles nicht euer Thema. Wenn an dem Fahrzeug irgendein Service zu machen ist, dann geht der zur Maske und die kriegt in der Zeit einen anderen. Ihr fahrt den wie ein Mietwagen 2 Jahre lang. 24.000 Kilometer sind inklusive. 597 Euro ist der Preis pro Monat. Da braucht ihr auch keine Versicherung. Ist alles mit drin. Also ihr habt keine weiteren eigenen Kosten, außer den Strom, den ihr natürlich dann zum Fahren hier braucht. Wenn ihr euch beim Kauf oder Miete auf mich beruft, könnt ihr gerne machen. Dann habe ich noch ein Goodie für euch. Dann kriegt ihr eine Heidelberg Wallbox dazu. Die ist hier drin, original verpackt. Heidelberg Wallbox mit 5 Meter langem Kabel. Das heißt, auch die Wallbox, die ihr im Betrieb dann braucht, um dieses Auto aufzuladen, ist dann gleich mit dabei. Die ist dreiphasig, 16 Ampere abgesichert, kann also den Maxus optimal betanken. Ihr kriegt die volle Ladegeschwindigkeit dort raus und die ist sehr einfach zu installieren, weil sie den benötigten Typ B Schalter für den Gleichstromfehlerschutz schon inklusive hat. Da habt ihr keinen großen Installationsaufwand. Und von daher an die Wand mit dem Ding elektrisch anschließen, beim Stromversorger kurz anzeigen, dass ihr das Teil habt. Und dann könnt ihr loslegen mit eurem Maxus EV80. So einfach, oder?